Ja, nachdem wir euch jetzt durch unser Programm der Familienzelte geführt haben, wollen wir natürlich jetzt auch mal zeigen, wie der Aufbau im direkten Vergleich aussehen kann. Karl hat es schon gesagt, hat die Ärmel hochgekrempelt. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt vorhat, die nächsten 10 Minuten, aber das werden wir gleich sehen. Was wir für euch vorbereitet haben, ist jetzt einmal das Modell Rosedale, also die Luftvariante, und einmal das Modell Springwood. Also zwei sehr identische Zelte in einer identischen Größe. Und wir werden jetzt uns aufteilen. Die zwei Herren werden also die Gestängevariante aufbauen und ich werde das Luftzelt aufbauen. Einfach nur, damit ihr im Vergleich auch mal sehen könnt, welche verschiedenen Arbeitsschritte sind denn bei welchem Gestängetyp auch notwendig. Von daher würde ich sagen, Männer, viel Erfolg, macht das Zelt nicht kaputt Danke. und wir sehen uns Fangen wir gleich. an. Okay, los geht's. Servus. Servus. Okay, ich kann ja vielleicht parallel, weil wir haben, der Stefan und ich, wir haben die Mikrofone an, der Karl nicht. Nur zur Erklärung, was wir vielleicht auch parallel machen. Bei der Luftvariante haben wir jetzt einfach hier das Zelt einmal aus dem Packsack rausgenommen, haben das Ganze an den vier Eckpunkten befestigt. Gerade draußen, wenn wir Wind haben, macht das total Sinn, weil dann bewegt sich das Zelt nicht beim Aufpumpen. Und dann gehe ich also jetzt einfach mit der mitgelieferten Pumpe her und fange an, die einzelnen Luftschläuche aufzupumpen. Stefan, vielleicht kannst du einfach mal den Unterschied bei dir erklären. Der Karl hilft mir jetzt gerade, die Gestänge durch die verschiedenen Kanäle zu rutschen. Die sind immer farblich gekennzeichnet, auch wenn es hier nicht so wirklich auffällt. Das hier ist grau gekennzeichnet. Das Gestänge hier ist auch grau gekennzeichnet. Hier haben wir eine andere Länge, das ist schwarz gekennzeichnet. Und man sieht hier, dass auch schwarz gekennzeichnet ist. Wir schieben jetzt erstmal alle drei Stangen durch und gehen dann dazu, die aufzustellen. Ja, sehr gut. Ich merke gerade, meine Kollegen, ich hoffe, man kann mich verstehen, aber irgendjemand hat sich einen Spaß erlaubt und die Pumpe falsch angeschlossen, nämlich auf der Abluftseite. Somit hat das Ganze jetzt natürlich etwas länger gedauert, aber war natürlich kein Problem. Vielen Dank dafür, Stefan. So wie du lachst, kann ich mir auch vorstellen, wer es war. Er versucht jetzt eine Ausrede zu finden, aber schauen wir mal, wie Absolut. es hier weitergeht. Ganz wichtig ist generell, bevor man aufpumpt, dass man prüft, dass die Gestänge Bist du drin? oder die Ventile geschlossen sind. Weil ansonsten würde einfach in dem Moment, wo ich den Luftschlauch rausziehe, die Luft wieder entweichen. Das ist also einfach wichtig. Ansonsten sieht man schon, wie das Zelt versucht, sich automatisch aufzurichten. So, wir spannen jetzt hier die erste Stange. Dabei darauf achten, hier ist ein bisschen ein Abstand bei den, bei diesen Hülsen, dass der Stoff da schön drüber geht und sich nicht verklemmt. Jetzt ist er drüber. Und hier habe ich ja schon vorher erklärt, es ist jetzt kein Problem, diesen Stift hier einzufädeln, weil ich ihn hier nachher noch abspannen kann. Gleiches bei der zweiten. Der Karl hilft mir hier. Ja, ich höre von den Gestängekollegen nichts mehr, deswegen mache ich hier mal weiter. Ich habe jetzt den dritten Luftschlauch aufgepumpt. Das heißt, generell ist der wichtigste Teil schon erledigt. Man sieht, das Zelt steht. Ich schummel mich Nee. dazwischen. Dann sieht man generell, dass auch hier einfach einmal eine Stange dabei ist. Das ist also für den zusätzlichen regensicheren Eingang. Den mache ich jetzt fest und dann ist das Zelt komplett aufgebaut. So, wir bringen jetzt hier die Clips an, dann kriegt das Zelt schon mal ein bisschen die Form. Um das Wind-Stabilizer-System kann ich mich später auch noch kümmern. Männer, wie sieht's aus? Gleich fertig. Gut. Ganz gut. Ja, generell muss man sagen, bin ich im Groben und Ganzen fast durch. Natürlich würde ich in der Realität dann auch noch mal die Eckpunkte nachspannen, vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Hering bei den Abspannleinen setzen. Aber man sieht einfach, die Grundbasis des Zeltes, ja, steht schon im Vergleich etwas schneller als bei den Gestängekollegen. Und vor allem muss man sagen, ist der große Vorteil, dass ich es halt alleine machen kann. Also noch nicht mal der zeitliche Punkt ist das Wichtigste, sondern auch die Flexibilität, dass ich den Aufbau alleine gestalten kann. So, jetzt kann ich hier hingehen und noch den Rest abspannen. Und natürlich
das Wind Stabilizer System, das dem ganzen Zelt, gerade wenn das Wetter etwas unschöner wird und der Wind richtig bläst, dann ist es einfach super wichtig, dass das hier auch verbunden ist. Es steht, tut mir leid. Ja, ich glaube, dass man hier sieht, wir sind jetzt bei groben, wir haben eine Uhr parallel laufen lassen, bei groben 5 Minuten in dem Moment, wo wir jetzt die Zelte aufgebaut haben, parallel. Das, was die Kollegen jetzt machen, ist auch der letzte Arbeitsschritt. Dieses Wind Stabilizer System, was jetzt gerade angebracht wird, ist natürlich einfach enorm wichtig für die Stabilität. Von daher dauert es zwar im Vergleich vielleicht 1 Minute länger, bis ich das Ganze am Zelt angebracht habe, ist aber enorm wichtig und ein ganz, ganz großer Pluspunkt eben bei dem Thema Stabilität. Während wir bei dem Luftzelt diese Variante so nicht haben, weil die Luftschläuche innenliegend sind. Und somit kann man sagen, nach guten 6 Minuten sind wir beide fertig. Und nochmal, ich glaube, ganz deutlich und wichtig, nicht nur zu zeigen, wer ist jetzt schneller und warum, sondern klar, Preispunkt, muss man ganz klar sagen, ist natürlich bei den Select- und Gestänge-Varianten absolut im Fokus, während wenn man es braucht und alleine unterwegs ist, mit den Kindern an einem Wochenende und es kann vielleicht nur ein Elternteil, dann muss man einfach sagen, ist die Variante Luft absolut empfehlenswert. Aber auch da können wir nur empfehlen, Bedarfsermittlungen, wir haben es oft genug gesagt, schaut euch die Sachen an. Die Luftzelte haben wir jetzt damit abgefrühstückt. Ich weiß nicht, habe ich was vergessen? Noch kurz. Ja. War einmal noch viele Fragen. Abbau. Ah, der Karl hat kein Mikro, Entschuldigung. Abbau ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, was man noch sagen muss, weil der Aufbau natürlich super schnell geht. Was passiert denn beim Abbau des Zeltes? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, ist es einfach so, dass wir an den drei, ich zeige das mal, während ich rede und hoffentlich es nicht zu laut ist, ich einfach hier die Luft rauslassen kann. Also man sieht ihn jetzt nicht, aber er ist jetzt an den Ventilen, lässt die Luft aus dem Zelt raus. Und das ganze Zelt fällt dann schon in sich zusammen. Wenn man dem Zelt jetzt einfach ein bisschen Zeit gibt, Tür am besten öffnen, dann geht die ganze Luft aus den Luftschläuchen raus. Aus den Luftschläuchen ist sie relativ schnell draußen. Worauf ich eigentlich achten muss, ist, dass die Luft aus dem Zelt selbst rauskommt. Dazu die Tür eben öffnen. Jetzt sind wir oft zur Frage auch auf den Messen, wie lange dauert es denn, bis die Luft aus den Schläuchen draußen ist. Aber wie man hier sieht, ist die Luft eigentlich schon draußen. Was ich jetzt machen kann, ist gleich das Ventil wieder in die richtige Position bringen, dass beim nächsten Mal aufpumpen nicht entsteht, dass sie, wenn beim Abmontieren der Pumpe die Luft wieder rausgeht. Genau. Ja, und somit kann ich also wirklich das Zelt ganz klassisch zusammenfalten. Immer wichtig, was die Kollegen gesagt haben, die Türen offen zu haben, sodass ich wirklich die Restluft ganz einfach aus dem Zelt rausdrücken kann. Und somit rolle ich dann auch dieses Zelt ganz, ganz klassisch und normal zusammen, wie jedes Gestängezelt. Gut, jetzt trinken wir einen Schluck Wasser. Gestängezelt. Jetzt gehen wir zu den Gestängezelten. Luft haben wir abgefrühstückt. Ich hoffe, euch konnte das ein bisschen zeigen in groben 10 Minuten. Wie kann das Ganze aussehen? Auf- und Abbau. Und wir, ja, habt das sehr gut gemacht, sehr gut. Und wir machen jetzt weiter mit den Gestängezelten. Bis gleich. Bis gleich.